willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch aus dem Steam Workshop vom Trucker Chunky 3D, zeige ich euch einen kleinen, eine Edit-Version vom DAF XG oder XG Plus. Die zwei nehmen sich da nicht viel, also beide die gleichen Anbauparts. Und dann habt ihr hier praktisch, ich zeige es euch anhand mal hier, fangen wir mal ganz oben an. Tröten, glaube ich, ist glaube ich Plus, die können wir ja mal drauf machen. Und dann hinten habt ihr den Dachspoiler, den wir eigentlich nur so kennen, den gibt es aber auch mit LEDs. Und das gleiche ist dann hier unten, lackiert LEDs, ne? Da steht LED. Und die wollen wir natürlich mitnehmen, weil wir wollen ja sehen, wie es funkelt. Und dann gucken wir mal, was haben wir noch alles mit dabei? Wir schauen uns mal, klicken uns mal kurz durch, was hier noch mit dabei ist. Das Kotflügel mache ich mal weg. Hier haben wir noch die Aero, die kennen wir schon. Das andere ist alles klar wie Klößbrühe. Auch noch hier lackiert, was haben wir da noch? Müssen wir uns ein bisschen durchklicken, damit wir wissen, was Sache ist. Kleine Leuchten. Ach, warte mal, hier, zack, dann habe ich hier dafür. Guck mal hier, ein Büchel. Na, guck mal. Na, super. Das heißt, da könnt ihr hier praktisch noch, wenn ihr wollt, wenn wir die Lampen weglassen, kann ich jetzt hier mal zum Beispiel solche Lampen anbauen. Einmal hier und dann vielleicht noch hier ein paar gelbe. Oder hier ein paar gelbe. Ja. Könnt ihr dann übrigens nutzen im Multiplayer, also im Konvoi von STS. Klar, ne? So, hier die Lampe. Dann haben wir hier noch lackiert oder unlackiert. Dann habt ihr hier natürlich noch zwei Slots. Da könnt ihr hier noch ein paar Sachen anbauen, nämlich zwei. Es bleibt original und lackiert, also es bleibt. Dann hier unten haben wir noch den Scheinwerferbügel, der ist auch gar nicht so schlecht. Also mit so ein paar Kleinigkeiten kann man da schon wieder was machen. Ne? Machen wir mal hier noch ein paar weiße Lampen hin. So, zack, zack und zack. Die Lampen bleiben. Das war das hier, das bleibt auch lackiert, oder? Ja, aber lackiert. Das sieht gut aus, das war der Bügel. Das ist die Aero, die bleibt aber. Und hier noch teilweise lackiert, gut, das könnt ihr selber machen. Ne? Genau, das ist ja noch dabei. Was mich jetzt nur wundert, im Steam Workshop sieht man eigentlich noch, dass hier unten noch Schmutzfänger mit dabei sind. Einmal rechts und einmal links. Die kann ich jetzt hier aber nicht erhaschen, den Anbaupunkt. Falls ihr da noch eine Idee habt oder was, wo das dann versteckt ist, dürft ihr euch gerne melden. Ja? Weil das ist das, was ich noch nicht gefunden habe, diesen Anbaupunkt. Keine Ahnung, wer weiß, wo der versteckt ist. Ansonsten wirklich ein schöner kleiner Edit-Mod und ja, wie schon gesagt, über den Steam Workshop hier zu haben. Hinten auch die große Platte vom DAF DLC hier mit übernommen. Das vielleicht nochmal ganz zur Info. Ansonsten sieht er eigentlich so gleich ganz stark aus. So, wir cruisen jetzt hier mal ein bisschen los. Ansatzweise zumindest. Und ja, was kann man sagen dazu? Ich finde es richtig gut. Gerade für den Multiplayer der LKW ist halt. Also ich habe das Gefühl, noch nicht so up-to-date bei den Leuten angekommen. Liegt aber auch daran, dass wir einfach zu wenig Anbauparts haben für den LKW. Ne? Da sieht er ein bisschen blank aus, ein bisschen nacksch. Und wahrscheinlich liegt es an dem. Aber das ist jetzt hier schon mal ein Anfang, wo man sagen kann, cool, kann ich dann auch im Multiplayer nutzen mit meinen Kollegen, mit meinen Freunden. Da wirkt es dann natürlich gleich ein bisschen fescher und frischer. So, jetzt gucken wir uns mal hier kurz die Dinger an. Die check, den Lichttest dazu. Also, fangen wir mal an. Also Standlicht ist, glaube ich, klar. Abblendlicht sieht dann so aus. Mit den Lampen hier sieht es richtig gut aus. Ne? Wirkt doch gleich ganz peppiger. So, hinten am Heck, klar mit diese kleinen LEDs. Ich fahre mal ein Stück nach vorne, ist ein bisschen zu hell hier. Das, was wir ein bisschen sehen hier. Ich hoffe, ihr könnt es dann im Video auch sehen. Doch, ja, müsste man sehen können. Ne? Ja, sieht man. Sind jetzt nicht die stärksten? Sind es nicht die stärksten kleinen LEDs, die hier verbaut sind? Aber es sind welche verbaut. Und das ist schon mal wichtig, ne? Coole Sache. Ja, nee, gefällt. Gefällt wirklich gut. Also, falls jemand noch weiß, wo unten diese Schmutzfänger herkommen, darf ich es gern verraten, denn ich habe sie nicht gefunden. Aber zumindest sind sie zu sehen auf dem Bild. Ja, muss man mal sehen, wo die dann da versteckt sind. So, dann fahren wir mal los. Mit dem XG. Und wie schon gesagt, man kann den sich den jetzt hier so ein bisschen zumindest aufwerten für den Multiplayer von SCS, was ich jetzt hier ganz gut finde. Denn wie gesagt, der war vorher ein bisschen nackig und jetzt hier mit den Positionsleuchten und oben mit den Lampen tröten, unten den HL-Schochbügel, wirkt da gleich mal ein bisschen anders. Ne? Auch hinten die kleinen Spoilerlampen sind mit an Bord. Ich habe jetzt auch schon live fahren sehen. Und ja, ich finde ihn richtig gut. Mir gefällt er. Sieht gut aus. Auch in echt. Ja. Also wirklich toller Mod vom Trucker Chunky DAF. Danke dafür. Ich hoffe, es gibt hier noch weitere Updates. Würde ich ganz cool finden. Und ja, gerade finde ich den Workshop ist ideal.
Gut, habt ihr noch Fragen dazu, dann einfach raus damit, kommentieren, entweder hier oder im Steam Workshop. Link dazu, alles in der Beschreibung. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Däumeling da. Möp, möp. Und dann wünsche ich euch wie immer knitterfreie Fahrt. Macht's gut, bis bald und adios.